Antenne Frankfurt, jetzt lassen wir mal schwitzen. Sport ist unser erstes Thema. Zum Glück nicht, dass wir selber hier rennen, sondern das machen die Fußballer zum Beispiel vom SC Hessen Dreieich. Am vergangenen Woche ja mit dem Start in die Regionalliga. Das erste Spiel wurde bestritten und die Mannschaft von Trainer Rudi Bommer hat allerdings bei der Eintracht Stadt-Allendorf mit 1:3 leider verloren. Und für Rudi Bommer hat die Mannschaft da auch viel Lehrgeld bezahlen müssen. Von daher gibt es auch sicherlich gute Sachen, die wir gut gemacht haben. Das heißt auch ganz am Anfang, das Pressing haben wir gut gemacht, wo wir schnellstmöglich die Sachen abstellen müssen. Ist einfach von der Konzentration, dass du deine Chancen, die du hast, dass du Tore machst und dass du hinten einfach bei gewissen Situationen nicht pennst, sondern in der Mauer hochspringst. Also Gutes und Schlechtes zusammen. Und für den SC Hessen Dreieich geht ja morgen am Samstag die nächste Runde gegen den TSV Steinbach und damit das erste Heimspiel in der Regionalliga der Geschichte. Ist natürlich auch für einen Bundesliga-erfahrenen Trainer wie Rudi Bommer klar keine alltägliche Situation, oder? Der Rasen ist neu, die Jungs haben schon mal zweimal drauf trainieren dürfen. Also das ist schon wieder eine neue Situation, was Tolles. Ja, das Stadion ist jetzt fertiggestellt und wir freuen uns. Wir sind natürlich auch ein bisschen in der Anspannung, weil wir wissen noch nicht, wie viele Zuschauer kommen. Kommen mehr? Wird es angenommen? Das sind halt immer auch so die Fragen, die dann letztendlich uns Verantwortliche ja dann auch betrifft. Und letztendlich die Mannschaft auch, wird so unterstützt, weil wir brauchen dies ja Unterstützung. Wir werden nicht oben spielen, sondern wir müssen gucken, dass wir in dieser Liga bleiben. Und insbesondere ein schweres Spiel morgen gegen den TSV Steinbach. Ja, Steinbach hat sich auch gemausert. Ich meine, die sind ja auch aufgestiegen und haben dann im Dezember dann gemerkt, das reicht nicht ganz aus, haben das Training umgestellt auf Profitum. Wir haben morgens und mittags trainiert und das merkt man auch. Da ist noch ein Spieler, den ich damals aus England geholt hatte, mit 18, 19 Herzig noch in der Mannschaft hinten, den ich also noch kenne von seiner Spielweise her. Ich freue mich auch, ihn zu sehen dann. Und ja, die haben sich gut entwickelt. Da muss man schon aufpassen. Die haben gute Jungs drin. Also, Unterstützung für Rudi Bommer als Trainer des SC Hessen Dreieich morgen mit dem ersten Regionalliga-Heimspiel in der Geschichte des Vereins. Am Nachmittag treffen die Dreieichenhainer im heimischen HNR Sportpark auf den TSV Steinbach. Und Achtung, Sie können mit dabei sein, denn wir verlosen als Unterstützer mit Antenne Frankfurt und dem SC Hessen Dreieich eine Dauerkarte. Also da ist Spannung für die Saison vorprogrammiert und wer Lust hat dabei zu sein, der kann jetzt anrufen. Eine Dauerkarte für Sie. 069 669 669 669. Fußball hautnah erleben und dazu noch morgen in einem heimatlichen Atmosphären ganz neuen Stadion. Okay, geben Sie mir Ihre Nummer, ich rufe Sie an. 069 669 669 669.